In Hamburg sagt man tschüss. Der geht, du hast recht. Denk dir mal, wenn wir eine ganze Horde hier sind, ne? Na. Jeder bringt was ein und spontan und jeder macht mit. Das ist doch Gemeinschaft. Gemeinsam Spaß haben ist das Konzept des Konfetti-Cafés in Altona. Einmal die Woche sind für alle Menschen mit Demenz eingeladen, hier zu basteln und zu klönen. Die Heilpraktikerin Elke Kramper engagiert sich schon lange ehrenamtlich im Café. Also ich kann mich erinnern, dass letztens Sabine hier gesessen hat und gesagt hat im Juni, jetzt ist bald Weihnachten. Ja, das war da, da haben wir sie alle ausgelacht. Und jetzt? Man weiß mittlerweile, dass sich der Verlauf der Demenz hinauszögern lässt. Je mehr Freude, je mehr aktive Teilhabe ein Demenzerkrankter hat, desto größer ist die Chance, dass diese Krankheit langsamer voranschreitet. Du musst vor allem die Zunge gerade halten dabei. Ja, ne? Mhm. Mhm. Jetzt müssen wir los. Der Umgang mit dementen Menschen erinnert daran, im Augenblick zu leben. Demenz zwingt die Erkrankten im fortgeschrittenen Stadium jeden Tag neu zu erleben. Daher ist für viele Stammgäste jeder Besuch wieder der erste. Beinahe wie Picasso, aber nur beinahe. Das ist für mich was ganz Neues, also das, was da vorgekommen ist. Aber das, wie das jetzt alles so ein bisschen beruhigt, würde ich sagen. Und da habe ich gedacht, ich mache sowas doch ganz gerne. Sowas. Und dabei bin ich geblieben. Und da habe ich gesagt, ja, dann komme ich. Ganz besonders, finde ich, erwähnenswert ist unsere liebe Ilse. Sie hat so eine ganz besondere Geschichte. Sie ist eigentlich von Anfang an hier bei uns. Sie hat ursprünglich mal gleich hier nebenan gewohnt und ist auch noch allein ins Café gekommen. Und dann fing das irgendwann an, dass sie vergessen hat, wann Dienstag ist. Und dann konnte sie irgendwann nicht mehr alleine in ihrer Wohnung leben und lebt jetzt in einer Einrichtung. Und es ist für sie ein absolutes Highlight hier. Na, sie freut sich jedes Mal so, wenn Dienstag ist und wenn wir ins Konfetti-Café gehen. Das ist einfach eine Freude. Machen nicht ist zu verzeihen. Machen nicht ist Faulheit. Oft wird das Erkranken an Demenz mit dem Ende sämtlicher Lebensfreude gleichgestellt. Elke Kramper versucht trotzdem, auf positive Aspekte aufmerksam zu machen. Für sie ist der Kontakt mit dementen Menschen ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Das ist die Schwiegermutter, der ist gestorben. Kennen Sie die auch? Nee, die kenne ich nicht. Ich habe angefangen, in Einrichtungen für Demenzkranke zu arbeiten und hatte da zum ersten Mal Kontakt mit Dementen und habe festgestellt, dass es mir sehr viel Freude macht, weil Menschen mit Demenz sehr emotional sind und sehr direkt und unmaskiert. Die sind ganz echt und spontan. Konfetti im Kopf gibt mir hier die Gelegenheit, einfach Menschen mit Demenz dabei zu helfen, wieder mehr in die Gesellschaft integriert zu werden. Und das tun wir eigentlich auch alle mit viel Spaß. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Weiß jemand noch eine andere Strophe?